Hallo und herzlich willkommen wieder bei 7x70, ein Podcast der Gemeinde Christi München am Laimer Platz. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute starten wir ein neues Thema. In den letzten zwei Episoden haben wir uns die Gemeindegründungen angeschaut. In der heutigen und den nächsten Folgen soll es um ein recht schwieriges Thema gehen, ein komplexes Thema, vor allem die 2000er Umbruchjahre in den Gemeinden. Das Thema ist deswegen komplex, weil es mit viel Verletzungen verbunden wird, mit viel Schuld verbunden ist. Aber es hat auch jeder sehr individuell erlebt. Und deswegen möchte ich mich heute auch an eher eine spezielle Zielgruppe wenden. Einerseits an Personen, die diese Hintergründe vielleicht noch gar nicht kennen. Personen, die vielleicht Leute, die erst neu in der Gemeinde sind und die 20 Jahre davor oder die 30 Jahre davor nicht miterlebt haben. Aber auch natürlich an Interessierte, die einfach an unserer Geschichte der Gemeindebewegung Interesse haben. Für das heutige Einführungsthema 90er Jahre, eben um den Hintergrund ein bisschen mehr zu verstehen, besser einsortieren zu können, habe ich wieder einen Gesprächspartner dabei, den Mathis. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mathis kommt ursprünglich aus München, ist in Deutschland in einigen Gemeinden herumgekommen und erzählt aus seiner Sicht, wie er diese Zeit erlebt hat, was sie mit ihm gemacht hat und hat auch ein paar Gedanken für alle hier mitgebracht. Mathis, hallo, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit für das Thema haben. Steigen wir gleich ein. Wie hast du die 90er Jahre in der Gemeinde erlebt? So, 90er Jahre, ja, war eine heiße Zeit. Also ich war 18 Jahre alt, jung im Glauben. War eine sehr intensive Zeit. Also die Zeit, Christ zu werden, war sehr intensiv. Ich habe damals, wie gesagt, noch Leistungssport gemacht. Das war auch ja mit verschiedenen Glaubensprüfungen verbunden. Mein Trainer war jetzt nicht so begeistert darüber, dass ich jetzt irgendwie einen anderen Fokus habe. Und da kam es dann auch zum Bruch, als ich dann in Berlin bei den deutschen Meisterschaften in der Vorausscheidung drei ungültige Versuche gemacht habe, dann hat er das darauf zurückgeführt, dass mein Kopf nicht am richtigen Platz ist. Nach der Schule, nach dem Abitur, habe ich meinen Bundeswehrdienst bei der Ernst-von-Bergmann-Kaserne hier in Neuherberg gemacht, bei den Sanitätern. Das war eine sehr prägende Zeit. Ich meine, ich war irgendwie im Glauben, ich wollte irgendwie was für Gott bewegen dort, habe die Studenten gesehen, die das gemacht haben, und es waren für mich Vorbilder. Habe dort einen Bibelkreis gestartet in der Kaserne. Das hat für viel Aufsehens gesorgt irgendwie dort. Dann hat mich irgendwann der Chef von der ganzen Kaserne, der General dort, hinzitiert und hat mich befragt über meinen Glauben und so. Das war alles sehr aufregend und spannend, aber auch sehr positiv. Das ist auch sehr wertschätzend dann benannt und hat mir dann jedes Mal, wenn neue Rekruten ankamen, die Möglichkeit gegeben, alle Rekruten zum Bibelkreis einzuladen. So, da waren jede Woche Bibelkreise mit 7, 8, 10, manchmal 15 Leuten dann dort. Und es konnten auch Geschwister von außerhalb, 2 oder 3 immer dazukommen, die mich da unterstützt haben. So, sehr intensive, sehr spannende Zeit. Hab dann auch, also als ich mit dem Wehrdienst fertig war, dann einen Bibelkreis geleitet in der Gemeinde bei den Studenten. Auch meine Zeit lang mit einer Schwester zusammen die Studentengruppe geleitet. Und ja, für mich war die Zeit sehr geprägt. Es war eine sehr aufregende Zeit mit vielen erstaunlichen Erlebnissen, wenn Leute zum Glauben gekommen sind und wirklich zu sehen, wie sich Leben verändern, wie das, was wir aus der Schrift lesen, plötzlich so eine Relevanz hat und so einen Effekt hat in meinem Leben, im Leben von anderen Leuten. Das war eine sehr prägende Zeit. Auch das Ehepaar, was hier die Gemeinde geleitet hatte, also die erste Andacht, bei der ich war, das war noch bevor ich Christ war. Das war die Aussendung der Berliner Gemeindegründung damals. 91, genau. Und das Paar, was denn hier geblieben ist und die Gemeinde geleitet hat, die haben sehr familiär das Ganze gemacht. Das war wirklich eine sehr herzliche Atmosphäre, sehr familiäre Atmosphäre. War immer jemand, dem man sich anvertrauen konnte und Unterstützung gefunden hat. Also da habe ich sehr viele sehr schöne Erinnerungen dran an die Zeit. 95 dann
haben wir dann eine Gemeinde gegründet in Düsseldorf. Da sind sehr viele Geschwister aus München dann nach Düsseldorf umgezogen. Und das war auch eine sehr aufregende Zeit, es war ein richtiges Abenteuer. Ich hatte 4 Semester Theologie studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität hier und das Studium dann abgebrochen. Und dann bin ich auf die Gemeindegründung mitgegangen, habe da eine kaufmännische Ausbildung gemacht in Düsseldorf. Auch eine sehr spannende Zeit. Da ist das Paar, was dann aus München mitgekommen ist, hat sich dann aber entschieden, in die USA zurückzugehen. Und dann kam ein junges Paar aus Berlin, um die Gemeinde zu leiten in Düsseldorf. Auch das war eine sehr bemerkenswerte Zeit. Also wir haben richtig so ein eingeschworenes Team von Geschwistern, die versucht haben, da was an den Start zu bekommen. 97 bin ich dann, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich dann gefragt worden, ob ich anfangen will, für die Gemeinde zu arbeiten und die Gemeindegründung in Köln zu leiten. Und auch wenn ich zurückdenke, ich meine, überleg mal, da war ich 24 Jahre alt, ne? Das kannst du auch keinem erzählen. Also in meiner Welt war ich da irgendwie so der große Gemeindegründer oder so, aber 24 Jahre. Die Schwester, mit der ich es zusammen geleitet habe, die war ein bisschen älter, aber nicht viel. Und wir haben beide denkbar wenig Erfahrung und wenig Reife gehabt, aber jede Menge Eifer und Leidenschaft für das, was wir da gemacht haben. Wart ihr dann mit Abstand die Älteren oder? Da gab es, ja, gute Frage. Also ich würde sagen, dass die Hälfte der Geschwister war jünger als wir, die Hälfte war älter auch, ja. Also, ich meine, die Ältesten waren 35 Jahre alt, würde ich behaupten. Also in der Gemeinde, das war wirklich eine sehr, sehr junge Gruppe. Aber auch da, viele Wunder gesehen. Ich meine, die Gemeinde ist gewachsen innerhalb von kurzer Zeit auf, weiß nicht, 40, 50 Leute im Gottesdienst, 80, 90, 100 Leute. Und ja, ich habe, also auch das war super intensiv. Also ich habe dann teilweise, also schon die Gemeinde geleitet, nach meiner Ausbildung beendet und also all die Dinge, die du deinen Kindern niemals raten willst zu machen, habe ich da gemacht. Aber nichtsdestotrotz war es eine sehr prägende Zeit und dann bin ich 98 gefragt worden, ob ich nach Berlin kommen will, um dort für die Studentengruppe zu arbeiten. Inzwischen war ich auch mit Miriam befreundet schon, die da auch dann in der Zwischenzeit nach Berlin umgezogen war. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und ja, das war dann, ich würde sagen, dass es in der Zeit zunehmend zwiespältiger wurde. Also auf der einen Seite super beeindruckende Sachen erlebt in Berlin. Ich meine, das ist eine Gemeinde, da sind 30 Geschwister umgezogen, 91. Als ich hinkam, waren wir 300 Leute, Mitglieder, im Gottesdienst 500, 550 Leute. Aber ja, auf eine Art und Weise, die nicht nachhaltig war, die du wirklich nicht aufrechterhalten konntest. Also das Tempo, was gefahren wurde, die Intensität, die Erwartungen an Gemeindemitarbeiter, an Gemeindemitglieder, war nicht realistisch. Und wir haben also noch mehr Leute getauft, als in München und in Düsseldorf ich das und Köln ich das erlebt habe. Aber auch immer wieder sehr viele Leute verloren. Und wir haben immer mehr Leute getauft, als weggegangen sind von der Gemeinde. Insofern war immer noch Wachstum zu sehen. Es wurde immer noch groß gefeiert, wie wir dieses Jahr wieder gewachsen sind und so. Aber es war mehr und mehr so das Gefühl von, also kann man nicht leben die nächsten 20 Jahre. Also das ist erstens, dieses Tempo kannst du nicht aufrechterhalten. Zweitens, irgendwo ist der Wurm drin, weil wir auch wirklich viele Leute wieder verlieren und Menschen nicht wachsen und reifen. Zu dem Begriff Menschen verlieren, was hat es damals geheißen im Gemeindekontext? Was würdest du heute sagen, was heißt das? Also erstmal mit Menschen verlieren meine ich, dass Leute von der Gemeinde sich distanziert haben und weggegangen sind. Also mal ganz so neutral man das beurteilen kann. Ja. Das wurde natürlich auch in einem Heilskontext häufig gesehen. Im Sinn von, okay, in der Regel, wenn jemand von der Gemeinde weggeht, fällt er vom Glauben ab. Ja. Also die Reife zu erkennen, dass du Menschen überforderst mit dem, was du da machst, war nicht da. So pauschal ich das sagen kann. Und deshalb war die einfache Schlussfolgerung, okay, hier ist halt jemand, der ist schwach im Glauben oder so. Ein Zugang zu
all dem, was man heute Mental Health nennt und psychische Überforderung von Menschen, einfach wegen des Lebens, weil das Leben einfach schwierig ist und dass manche Leute Zeit brauchen, um zu wachsen und sich auf eine neue Lebensphase einzustellen, all das da war. Also viel Eifer und wenig Verstand da. Okay. Zu den Themen, die du gesagt hast, dass es in München hier so familiär war, hinzu in Berlin hast du es gespürt, da war es dann nicht mehr so familiär, da war es eher sehr methodisch. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind denn da so die Themen in dem Familiären, wo du jetzt sagen würdest, das war für dich das Familiäre? Ja, ich meine, ich denke zum Beispiel an, was ich Leitertreffen in München. Also zumindest in meiner Erinnerung, 80% der Leitertreffen waren kurzer geistlicher Impuls, gemeinsames Gebet und dann haben wir Fußball gespielt oder so im Westpark oder sowas in der Art gemacht. Also das war einfach, nicht zusammen sein, um irgendwas zu tun, sondern einfach zusammen sein, weil das gut ist. Eine Vertrautheit einfach, wenn du ein Problem hast, sprichst du halt mit jemandem drüber, dem du vertraust. Und das ist auch nicht irgendwie so in Form von einer festen Zeit, wo dann irgendwelche, also jetzt nicht spöttisch gesagt, aber wie eine therapeutische Sitzung, du zu zweit da sitzt und dann gegenseitig irgendwie alle Bereiche des Lebens abfragst, sondern du teilst dich mit, du stehst füreinander ein, du betest zusammen, du bist ein Fan voneinander. All das war, was ich so als familiär erlebt habe und was für mich einen hohen Wert hatte. Im Kontrast dazu entsprechend, wie gesagt, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass es in Berlin also keine familiäre Seite hatte oder so, aber da stand schon sehr, wie gesagt, die Machbarkeit des Reich Gottes im Vordergrund. Also einfach zu sagen, okay, was sind die Dinge, die man tut als Jünger? Okay, wie können wir sicher gehen, dass wir möglichst viel davon tun? Weil je mehr wir davon tun, desto mehr wird das passieren. Also, was machen wir? Ne? Und dann, wie gesagt, bis zu den Auswüchsen, dass man immer mehr Dinge versucht hat, statistisch zu erfassen. Und die Logik dahinter war, wenn du Arzt bist und Patienten helfen willst, brauchst du Informationen und dann willst du seine Körpertemperatur wissen, dann willst du seinen Blutdruck wissen, seine Blutgruppe und andere Dinge, sonst kannst du ihm nicht helfen. Und genauso brauchst du Informationen über deine Gemeinde. Und das war anfangs, wie viele Leute lesen eigentlich gerade in der Bibel, auf dem Weg Christ zu werden? Und dann wurde es mal komplexer. Also okay, wie viele Leute in deiner Gruppe kämpfen gerade mit ihrem Glauben? Da wolltest du mal wissen, okay, was ist der Wert sozusagen? Und dann darüber hinaus, wie viele Leute lesen gerade in der Bibel, wie viele Leute könnten anfangen, die Bibel zu lesen, wie viele Leute könnten in diesen Monaten auch getauft werden, bis dann zur nächsten Frage. Und das hat dann mehr so mehr die Form von so einem, gut aufgezogenen Vertriebsstrategie gehabt. Also ich meine, wenn du in der Wirtschaft arbeitest, so funktioniert das. Also du hast Ziele, du gehst den Zielen nach, jemand fragt dich regelmäßig, wie läuft es mit deinen Zielen? Wenn du über den Zielen liest, kriegst du Applaus, wenn du unter den Zielen liegst, kriegst du ein paar Fragezeichen. Im besten Fall, wie kann ich dich unterstützen? Im schlechtesten Fall, fette Herausforderung, reiß dich zusammen oder so. Und diese Dynamik hatte das schon mehr und mehr. Und das Betrügerische daran war, dass es halt kurzfristigen Effekt hatte. Also die Anzahl an Taufen habe ich nie wieder so gesehen. Und es war auch nicht, dass irgendwie hier Leute wie bei, irgendwie so oberflächlich in irgendwas hinein emotionalisiert wurden, sich dann möglichst schnell taufen zu lassen. Das waren wirklich tiefe Zeiten. Wir haben uns da viel Mühe gegeben, mit den Leuten in der Bibel zu lesen und ihnen zu helfen, Fundament aufzubauen und Überzeugungen aufzubauen. Und da habe ich wirklich viele Wunder gesehen auch. Also das war wirklich das Zweischneidige, ne? Weil du siehst, wie Menschen wirklich befreit werden aus Süchten, also von krassen Heroinsüchtigen, die Jahrzehnte, 20 Jahre nicht weggekommen sind davon, die von einem Tag auf den anderen aufhören. Das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Pornografie-Sucht, Sexsucht, andere Sachen. Also Leute, die Ehen, die wieder zusammenkommen. Das war schon wirklich nichts Oberflächliches. Ne?
Und das siehst du wirklich in einer hohen Frequenz. Aber dann auf der anderen Seite, also hast du eigentlich gar nicht die Zeit, dich um den Leuten zu kümmern, dass sie überhaupt mal irgendwie im Glauben reifen und wachsen können und so. Weil es geht eigentlich bloß darum, dass, also diese Zahl von Taufen war ein bisschen so das Maß aller Dinge. Neben der Gesamtzahl des Nettowachstums, wenn du so willst. Und das war, ist eine sehr ambivalente Sache. Und sich da zurechtzufinden als junger Mensch ist nicht einfach. Und ich glaube, das war auch, ich glaube wirklich, dass Gott dort gewirkt hat und Gott unseren Glauben gesegnet hat. Aber er hat uns, wie es immer im Leben ist, auch Aufgaben gestellt. Und wenn du diese Aufgaben nicht annimmst, dann ja, stellt es sich dir entgegen. Und ich glaube, das ist dann auch passiert. Also, dass dieses Wachstum, das Gottes hat, nicht einfach laufen lassen, sondern dann haben wir dann immer intensiver versucht, das gleiche Ergebnis wieder hervorzubringen. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Und da war Raum da zur Umkehr, würde ich sagen. Und das will ich zu hinterfragen und zu sagen, okay, was will Gott uns zeigen? Was sollen wir hier lernen? Und das ist nicht passiert. Und dann musste das Ganze erstmal gegen die Wand fahren, bis man ernsthaft angefangen hat, zu reflektieren und nachzudenken. Ja. Zu diesen Methodiken. Ich habe hier mal ein Zitat aus Wikipedia herausgenommen, direkt von der Seite Internationale Gemeinden Christi. Wikipedia hat immer recht, ne? Ja, genau, ja. Hoffentlich nicht. Aber deswegen bringe ich es mal auf hier, die Thematik. Genau. Da steht, jedes Mitglied hatte einen Mentor, mit dem täglich Kontakt bestand. Dem Mentor mussten alle Sünden bekannt werden. Ebenso waren alle Probleme mit dem Mentor zu besprechen. Absoluter Gehorsam wurde verlangt. Steht aktuell, also stand vor 2-3 Wochen vor Wikipedia. Ist natürlich, wenn ich das heute lese, Hilfe. was steht denn da zwischen den Zeilen? Also, und natürlich die Frage, war das so? Also zwischen den Zeilen steht erstmal, dass das wir von 22- bis 28-jährigen jungen Menschen reden, maximal 35-jährigen Leuten, die keine Ahnung von Mentoring haben. Und trotzdem, wegen dieser großen Menge von Leuten, die du gewinnst, also irgendwie versuchst, Leute zu begleiten, geistlich, und das nicht hinbekommst. Und wenn du es lieb meinst, dann versuchst du halt irgendwie zu überlegen, okay, was macht man denn? Also, um jemandem zu helfen, stark im Glauben zu werden, wie kann ich, der ist jetzt aus der Finsternis ins Licht gekommen, aber der muss jetzt erstmal wachsen. Also würde ich mal verstehen, wie ich dem helfen kann, jetzt hier nicht wieder zurückzufallen in sein altes Leben. Und wenn du ein aufrichtiges Interesse hast, dann fragst du ihn. Sagst, hey, wie geht's dir damit, Mensch? Hast du jetzt irgendwie vor 2 Wochen mit dem Rauchen aufgehört? Bist mal wieder versucht worden? So, damit. Und Sünden mussten bekannt werden. Nee, die Überzeugung war einfach, hey, wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir nichts zu verbergen und wir teilen unser Leben. Und wenn ich in was zurückgefallen bin aus meinem alten Leben, dann bekenne ich das jemanden, also dann spreche ich mit Gott darüber, spreche ich mit meinen Geschwistern darüber, das sagt die Schrift. Und das ist ein guter Weg, um weiter zu wachsen. Das ist nicht alles, was es braucht, aber es wäre nicht gut, anzufangen, ein Doppelleben zu führen und Dinge zu verbergen. Also Sünden mussten bekannt werden, das war die Normalität. Also das war jetzt nicht annähernd so methodisch, wie du das vielleicht in der katholischen Kirche findest, traditionell, wenn man sich mal diese Bilder so vor Augen führt, wie ich das mitbekommen habe, als wenn unsere Schulklasse zum Beichten gegangen ist, dann mussten die ganzen Katholiken dann rausgehen und dann haben sie ihren Zettel gehabt und dann musste dem Pastor alles gebeichtet werden. Also so habe ich das nicht erlebt. Also Sünden muss bekannt werden, was hast du da noch für Schlagwörter gehabt? Mit Gehorsam wurde verlangt. Gehorsam gegenüber wem, würde ich mich fragen. Also, ich sag mal so, du hast junge Leute, die versuchen, jemand noch Jüngeren oder im Glauben zumindest zu helfen, zu wachsen, ja? So, und jetzt erzählt er dir, dass er dann doch wieder in diese Piepshow gegangen ist, weil er auf dem Heimweg das Gefühl hatte, er kann sich so Erleichterung verschaffen und dann sagst du, okay, Bruder, was hast du da gemacht? Was ist da los, ne? So, und dann versuchst du ihm irgendwie zu helfen, da nicht wieder hin zurückzufallen. Jetzt bist du kein Psychologe, der versteht, was da in so Menschen passiert, der einfach keine gute Problemlösungsstrategie hat. Und dann versuchst du ihm zu helfen. Und wenn sich das nicht verändert und du vielleicht hilfloser wirst, versuchst du ihn intensiver ins Gebet zu nehmen
und sagen, Bruder, Christus ist nicht in Piepsch ausgegangen. Also, ich meine, ja, also Gehorsam, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, Gehorsam von jemandem gegenüber mir in irgendeiner Form einzufordern. Gehorsam gegenüber Gottes Wort, ja, das sollte man ernst nehmen. So, aber ja, ich weiß nicht, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu diesen pauschalen Aussagen. Ne? Ich habe nicht erlebt, dass Leute mich zu Gehorsam einer Person gegenüber aufgerufen haben oder so. Nichtsdestotrotz, was irgendwie doch so, ja, also wie gesagt, du merkst, ich bin da nach wie vor ambivalent drüber. Ne? Ich möchte das nicht, möchte das gerne differenzieren und nicht in einen Topf werfen. Wenn du jetzt einen Gemeindeleiter hast, der hier total viel Erfolge hat und du bist ein junger Gemeindemitarbeiter, der dazukommt, und dann gehst du da nicht hin, um das Rad neu zu erfinden, in dem Moment, wo der das Gefühl hat. Also, ja, es, also, Beispiel. Das war, ja, es spiegelt vielleicht so dieses Szenario so ein bisschen wieder. Wir sind in Düsseldorf und als Leitungsteam haben wir für uns die Kirchenväter entdeckt. Und wir gehen in die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und da waren sie alle da, die ganzen Bücher der Kirchenväter. Wir waren total begeistert und haben Stunden an diesem Kopierer verbracht und alles rauskopiert und wollten alles wissen, wie die Christen im ersten Jahrhundert es gelebt haben und was wir davon lernen können. Und da sind wir für uns zum Schluss gekommen, dass das Abendmahl, dass es wirklich nur innerhalb der Gemeinde gefeiert werden soll, nicht in einem öffentlichen Treffen. Und dann haben wir das geändert und ab sofort das Abendmahl in der Andacht gefeiert. Und das hat dann Berlin mitbekommen. Und dann kam ein Feuerstrahl aus Berlin. Was zum Teufel macht ihr da? Ihr könnt doch nicht einfach etwas, was wir seit vielen Jahren machen, ändern. So. Und dann wurde unser Gemeindemitarbeiter ins Gebet genommen und hat dann gesagt, okay, Freunde, ich glaube, wir können das nicht ändern. Das war schon so, also es gab nicht diese Freiheit, es war dieses Bestreben von etwas zu systematisieren, damit es noch mehr, noch schneller wachsen kann. Und dafür, das ist wie so ein, ich weiß nicht, hört sich immer so hässlich an, wenn man das Reich Gottes, also über das Reich Gottes spricht, aber es war wie so ein Franchise, wo du sagst, okay, das muss jetzt aber so funktionieren, weil wir brauchen deine Einheit drüber und das ist dann diese fake Einigkeit über Uniformität. Und das funktioniert halt nicht. Ne? So insofern, das wäre jetzt etwas, wo ich sage, ja, da wurde Gehorsam eingefordert, der Begriff wurde nicht verwendet, aber es war schon klar, dass du jetzt nicht einfach mal so dein eigenes Ding da machen kannst in dem Kontext. Ich glaube, der Idealismus war einfach, Gottes Wort ist eindeutig, weil es von Gott ist. Und deshalb kann es auf diese Frage mit dem Abendmahl zum Beispiel nur eine Antwort geben, ganz klar. Also in unseren Köpfen. So. Und die Idee, dass Gott bestimmte Dinge, weil das Ganze über tausende von Jahren wirklich herhalten soll, Dinge nicht so spezifiziert hat, das war nicht klar. Das war die Überzeugung, dass wenn du nur tief genug in die Bibel reinstudierst, wenn wir alle bei der gleichen Antwort ankommen, das ist Unreife. Weil das ist nicht so. Also wir können von allen Seiten was angucken, sieht jedes Mal anders aus und das kann okay sein. Also das ist, glaube ich, also war ein Reifeschritt, der noch nicht da war und der uns dann auch auf die Füße gefallen ist, weil du nicht alles uniform machen kannst und Menschen nicht alle gleich aussehen und die gleichen Bedürfnisse haben. Und das war alles Teil dieses Wachstumsreifungsprozesses. So. Das fällt mir zum Wikipedia-Zitat ein. Ich glaube, eine große Stärke unserer Bewegung von Gemeinden, so pauschal ich das sagen kann, ist schon auch wirklich die Ernsthaftigkeit und die Tiefe in unseren Beziehungen. Und die, ja, also ich merke, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich bestimmt in Berlin 3, 4, 5 Ehepaare habe, zu denen ich jederzeit hingehen würde, wenn ich mit meiner Frau in Schwierigkeiten bin und wir nicht weiterkommen. Weil dieses Vertrauen da ist und wir wirklich, also mit diesen Ehepaaren das Gefühl haben, wir haben einfach nichts zu verbergen. Wir kennen uns gut genug, wir kennen die ganzen komischen Seiten vor uns und wunderlichen Seiten an jedem von uns und diese Vertrautheit in den Beziehungen ist was unschätzbar Wertvolles. Aus dem Wunsch heraus, dass es doch jedem gut tun würde, sowas zu haben, das dann in Form zu bringen, wie ab jetzt in Jüngerschaftsbeziehungen, so wie wir das nennen, so aus, dass jeder einen Jüngerschaftspartner haben muss und jeder einmal pro Woche eine Jüngerschaftszeit hat
oder es ab jetzt alle in Dreier Jüngerschaftsgruppen sein müssen und. Das ist alles, wo es dann wieder anfängt, wieder nach hinten loszugehen, weil du das nicht so erzwingen kannst. Also du musst das Herz lernen. Jesus ging es immer ums Herz. Und wenn du das Herz verstehst, wirst du deine Sünden mehr kennen. Also du wirst nicht alleine sein. Bonhoeffer hat gesagt, dass wenn ein Bruder seine Sünden nicht bekennt, mit zumindest einer Person, dann ist er inmitten der Gemeinschaft alleine. Ich meine, das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, nicht jetzt irgendwie jemand aus unserer Bewegung von Gemeinden oder so. Der hat das verstanden. Und was ja dort ein gemeinsames Leben in diesem Buch von Dietrich Bonhoeffer, dringende Empfehlung für alle, die das nicht kennen. 100 Seiten, die echt dein Leben verändern. Was der da gesagt hat und was der da beschreibt, das haben wir gelebt. Also muss ich echt sagen, das kann ich, das da so. Und das, also versuche ich immer noch zu leben. Genau. Das Problem ist, wenn wir versuchen, das, wenn wir das Herz dahinter nicht mehr sehen und das Herz nicht mehr vermitteln, sondern versuchen, die Äußerlichkeiten herzustellen. Das führt zu Gesetzlichkeit oder ja, einfach zu einer Entleerung von dem, was Jesus sich dabei gedacht hat. Von dem, was du jetzt erzählt hast, könnte man aber meinen, dass heute alles besser ist als damals. Also, ich bin immer vorsichtig, wenn jemand erzählt, also wie toll und perfekt es gerade alles bei ihm ist. Das ist, und vor allem noch in das dann mit der mit Blick zurück auf damals war aber alles ganz schlecht, dann darstellt. Ne? Das ist, glaube ich, das hat meistens eine Wurzel in der tiefen Unsicherheit, wenn man anderes etwas schlechter machen muss, um besser dazustehen. Was wir übrigens auch getan haben, umgekehrt, also in den 90er Jahren, ne? Da war es dann irgendwie alles, wir sind die Tollen, wir sind die Guten und wir haben das Christentum jetzt neu erfunden und so sieht doch Nachfolge aus und die anderen haben ja nichts verstanden. Also das war, ja, das war auf jeden Fall ein Teil dieser Hybris, die wir uns da nach und nach angeeignet hatten. Hast du dann da Gegenwind wirklich direkt mitbekommen von anderen religiösen oder von anderen christlichen Gemeinschaften, Gruppierungen? Ja, auf jeden Fall. Also angefangen bei meinem Studium. So. Es gab hier den Sektenbeauftragten. Das hat man zum Glück verstanden, dass dieses ganze Thema von staatlicher Seite sehr problematisch ist, wenn man versucht, das alles zu die Religion zu sortieren, einzuordnen und zu kategorisieren. Aber das hat man damals versucht in den 90er Jahren. Auch von Seiten der Kirche her, der Landeskirche. Und der hat verschiedene Dinge geschrieben, die dann halt auch in dem Extrem war, wo man sich gefühlt hat, dann muss man uns dagegen wehren oder sowas. Das war, wo man sich völlig missrepräsentiert gefühlt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man viel lernen können aus der Kritik, die wir damals bekommen haben. Und ja, und das haben wir dann auch verpasst. Was macht es dann mit einer Gruppe von 20- bis 30-Jährigen, wenn sie so einen Gegenwind bekommen, wenn sie vielleicht auch als Sekte abgestempelt wird? Ja, also genau das, was die Leute eigentlich nicht wollen, die versuchen zu machen, die schweißt die Gruppe zusammen. Also du hast das Gefühl von, okay, jetzt muss man richtig zusammenhalten und besonders stark sein oder so. Ja. Ich denke, wir sollen uns nicht scheuen vor Kritik. Und wir sollen uns auch nicht, wenn wir aus guten Beziehungen heraus auch zwischen Gemeinden einander kritisieren können, ist das nur gesund, können wir dran wachsen. Ich bin in Berlin in einer Gruppe von im Kern 10 Pastoren im Berliner Süden, wo wir uns monatlich treffen und einfach mitteilen, was wir machen, versuchen voneinander zu lernen, dürfen auch einander in Frage stellen, was wir machen, und das ist gesund. Also so. Ich glaube, es ist wichtig, dass also wir als Mitglieder der Gemeinden Christi, dass wir ein gesundes Verhältnis dazu haben. Das ist nicht so ein Ding, ich bin in der Gemeinde Christi, aber nicht so wie in den 90er Jahren. Ich sage, nee, das ist genau die gleiche Gemeinde Christi wie in den 90er Jahren, nur mit hoffentlich ein bisschen mehr Weisheit und Reife. Und das ist total okay. Also das ist, manchen Sachen haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert und haben daraus gelernt, und da kann man zu stehen. Ich glaube, wenn man da keine gesunde Haltung zu hat, dann ist man auch nicht besonders frei und glücklich in dem, was man hier macht. Denkst du, dass es heute noch Personen gibt, die mit diesen Veränderungen oder dieser Entwicklung Ende der 90er Jahre, dann Anfang der 2000er Jahre, dass sie heute
das noch nicht aufgearbeitet haben? Bestimmt. Ja, also ich sage mal so, innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde. Also mein erster Gedanke geht an die Menschen, und das tut mir auch sehr leid, daran zu denken, die sozusagen in diesem Lernprozess unter die Räder gekommen sind. Gerade in Berlin sehr viele Leute, die wirklich aus dem Atheismus oder bestenfalls Agnostiker waren und zum lebendigen Beziehung zu Gott gekommen sind und dann in diesen Wirren unter die Räder gekommen sind und im Prinzip das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet haben und den christlichen Glauben wieder verworfen haben. Also da würde ich mir wünschen, dass ich mal irgendwie die Gelegenheit hätte, das auch mal aufzuarbeiten und irgendwie neu in eine Form zu bringen und neue Perspektive aufzuzeigen. Weil es sind wirklich viele, viele, viele Menschen, die da was gesehen und erlebt haben für einen Moment und dann wieder verworfen haben. Aus guten Gründen zum Teil. Und ja. Und auch, wie gesagt, in unseren Gemeinden, also ja, wir tendieren immer dazu, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Und die einen haben es schon verstanden, die anderen haben es nicht verstanden. Und ich glaube, ich komme da auch manchmal so mit was um die Ecke, wo ich denke so, okay, Moment mal, also das könnte ich ja auch mal in Frage stellen und hier könnte ich auch nochmal das ein bisschen differenzierter sehen. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir da alle im Lernprozess bleiben. Aber ich wünsche mir vor allem für uns als Gemeinde, dass wir nicht rückgewandt leben. Also, ja, ich glaube, also zu der Frage, ist es so, dass es bei Geschwistern dass noch vielleicht noch Aufarbeitungsbedarf gibt? Es kommt immer dann hoch, wenn du versuchst, zum Beispiel evangelistisch irgendwas voranzubringen. Und dann kommt als erstes, aber nicht so wie damals. Und es kommt nicht so, okay, lass uns dies machen, lass uns das machen, lass uns mal so versuchen oder so, sondern das ist immer so ein gegen etwas wie damals. Und das ist irgendwie schade. Da denke ich so, ja, lass uns in die Schrift gehen und gucken, was Jesus dazu gesagt hat und sehen, wie wir das machen können und bereit sind zu lernen, wenn wir jetzt mal wieder was Dummes machen. Ich bin kein Fan davon, irgendwie etwas in der Retrospektive dann schlecht zu machen und dann sich selbst so darzustellen, wie als hätten wir es jetzt endlich verstanden. Ich glaube, wir sind alle nach wie vor Suchende und im besten Fall Einäugige unter den Blinden. Und solange wir die Demut haben, glaube ich, können wir einfach uns weiterentwickeln und wachsen. So, ne? Und insofern, ich will, wie gesagt, ich will das nicht alles glorifizieren, ich will nicht alles in die Tonne treten. Ich glaube, wir haben hoffentlich unsere Sachen daraus gelernt und wenn nicht, dann werden wir noch eine Ehrenrunde drehen, um sie nochmal zu lernen. Gott ist da erstaunlich geduldig. So, aber es ist ein bisschen so mit, wir haben letzte Woche, also abschließend mit unserem Leitungsteam und als Familie die Entscheidung getroffen, dass wir nach Frankfurt ziehen werden dieses Jahr, um eine Gemeinde zu gründen. Und du merkst die Reaktion von Leuten, wenn du das nur erzählst. Ja? Also manche, also der größere Teil ist sehr begeistert und inspiriert davon. Aber du merkst auch, wie Leute zurückschrecken und sagen so, oh, wieso? Also und so. Und es ist Leute verunsichert, weil sofort irgendwelche Dinge hochkommen, wo sie denken so, aber damals, also haben wir doch auch, also willst du immer noch die Welt in einer Generation evangelisieren und so? Das war immer so ein Schlagwort aus den 90er Jahren, lasst uns die Welt in einer Generation evangelisieren. Das ist ein hehres Ziel. Und ja, und das ist, und der Punkt ist doch gar nicht, ob wir eine Generation lang brauchen dafür oder 50 Generationen, sondern einfach, dass wir eine Person nach der anderen helfen, Gott kennenzulernen und selber auf dem Weg wachsen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn du sagst, dass das Ziel in den 90er Jahren ausgerufen wurde, hat es dann auch irgendwo zeitlich mit diesem Bruch mit den Gemeinden Christi zu tun? Ja, genau. Es war im Prinzip, also mit dem offiziellen Bruch mit den Gemeinden Christi. Also, dass jetzt diese Studentenbewegungen aus den 80er Jahren wirklich so eine eigene Bewegung geworden ist, die dann auch im Prinzip für sich den Anspruch hatte, wir machen es jetzt aber richtig. Das war 92, 93 oder so. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen damals. Also, ich war 20 Jahre alt. Ne? Das war jetzt nicht so, hey, offizielle Bekanntmachung, wir sind jetzt übrigens eine eigene Bewegung oder so. Vielleicht wurde es mir irgendwo gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber was auf jeden Fall plötzlich irgendwie auch da mitkam, war also erstens die Vision, weil wenn du jetzt die Zahlen hoch, also wie sagt man, skalierst, also wie wir gewachsen sind die letzten 10 Jahre, dann
dann sind wir doch in 30 Jahren da, wo wir sein wollen. Die ganze Welt ist evangelisiert. Ja? So, einfache gemeine Mathematik. Und dann kam eben diese Vision daraus, okay, lass uns dann in einer Generation die Welt evangelisieren. Und im ersten Schritt, in den ersten 10 Jahren, in jeder im Land, was eine Stadt von mindestens 100.000 Einwohnern hat, eine Gemeinde gründen. Und dann dann hast du ein Ziel gehabt. Und warum 10 Jahre? Totaler zufällig gewählter Zeitraum, aber es klingt wahrscheinlich inspirierend. Und dann musst du Pläne machen, wie du das in deinem Bereich der Welt hinbekommst. Und dann musst du aber die Schlagzahl erhöhen, um auch dahin zu kommen. Und dann, all diese Dinge haben dann reingespielt im Prinzip. Wiederum in eine eigentlich inspirierende Vision, die dann ins Gegenteil umschlägt. Und wenn man dann verbissen versucht, etwas zu erzwingen, was Gott nie so gesagt hat. Was würdest du denn heute anderen christlichen Gruppierungen raten, falls die auch solche exponentiellen Wachstumsraten haben, die vielleicht noch auf einer Herzensebene passieren aktuell? Ich denke an eine ganz konkrete Gruppe, auf die ich mich freue, die in Frankfurt kennenzulernen, deren Arbeit ich sehr respektiere. Und Demo zu suchen, es als Geschenk zu sehen, was sie bekommen haben, zu sehen, dass es nicht nur darum geht, Menschen zum Glauben zu bringen, sondern Menschen zu helfen, Leben lang mit Gott zu wandeln, um dann im Glauben zu stärken. Und das ist eigentlich das Einzige, was am Ende zählt, ob Leute bei Gott ankommen. Und das braucht Zeit. Und Wachstum braucht Zeit, also inneres Wachstum. Und dafür die Geduld aufzubringen und damit Weisheit ranzugehen und sich nicht blenden zu lassen durch kurzfristige Ergebnisse. Das hört sich sehr gut an. bin ich gespannt, welche Gruppe du meinst in Frankfurt. eine Frage zu dem, was du gesagt hast, dass in den ganzen Wirren Leute unter die Räder kommen sind. Von was sprechen wir da? Welche Wirren sprichst du da an? Welcher Zeitraum war das auch? Naja, also wie gesagt, 98 bin ich nach Berlin gekommen und habe schon gemerkt, hier weht ein ganz anderer Wind und ich habe auch gespürt, so eine Belastung. Also es war tatsächlich eines der ersten Dinge, die ich geäußert habe, als mich der Bruder, der damals die Gemeinde geleitet hat, gefragt hat, und was ist deine erste Erfahrung? Und das habe ich als erstes gesagt und er war irgendwie vor den Kopf gestoßen. Und hat es erstmal gedeutet als mangelnde Demut, weil eigentlich müsste ich doch sehen, wie viele tolle Sachen hier passieren. Ich habe gesagt, so irgendwie sind alle Leute so belastet. So. Also sie machen unfassbar viel, aber du kriegst nicht so richtig mit, dass die Leute richtig fröhlich sind in Gott. Ne? Und das würde ich sagen mal so. Und dann entsprechend wirren, was ich damit meine, ist, dass dann entsprechend man versucht hatte, mit noch mehr Energie, noch mehr dann das Ganze fortzusetzen und dass dann immer mehr Gesetzlichkeit umgeschlagen ist. Und dann entsprechend, als das Paar dann in die USA gegangen ist, zurückgegangen ist und wir dann versucht haben, das neu aufzugleisen, und schon angefangen haben, die Dinge zu verändern, dann nochmal entsprechend dieser Brief von dem Ältesten aus London, Henry Creed, dann kam, der nochmal auf 40 Seiten, also all die Missstände aufgezählt hat und dann innerhalb der Gemeinde es zu viel Unruhe kam, zu Recht, also und Dinge benannt wurden, die benannt werden mussten, aber dann zu versuchen, das alles zu verändern, als mit immer weniger Gemeindemitarbeitern. Das war schon eine sehr verwirrende Zeit, wo auch viele Leute weggegangen sind. Und in der Zeit sind, glaube ich, viele Leute weggegangen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie die Zeit gehabt hätten oder gefunden hätten, um im Glauben zu wachsen und stark zu werden. Was manche sicher in anderen Gemeinden gefunden haben, aber wahrscheinlich nicht alle, oder? Ja. Also, da wo ich mit Leuten in Kontakt bin, ist es tatsächlich so, dass beim allergrößten Teil der Leute, die wirklich auch nicht in der Gemeinde sind und selber für sich das auch nie so richtig klären konnten, was da eigentlich passiert ist. So. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sehr glücklich sind in einer Gemeinde. Ja. Und was würdest du
der Gemeinde heute sagen. Wir sind ja doch so ein bisschen eine alternde Gemeinde, sage ich jetzt mal. Wir sind jetzt keine Gruppe mehr von hauptsächlich 20- bis 35-Jährigen, sondern der Schnitt ist zumindest in München deutlich höher. Weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie hier wie der alte Mann aus dem Schaukelstuhl klinge oder so. Oder ob ich in der Position bin, irgendwie zur ganzen Gemeinde irgendwelche großen Aussagen oder Abschiedsreden zu halten hier. Nee, ich meine, ich glaube also wirklich, wir sollen, ich glaube, wir haben noch viel zu lernen und wir sind noch nicht angekommen. Und ich glaube, also mein persönliches Ziel, also ich glaube, lass uns einfach sehen, was wir in diese christliche Community einbringen hier. Und nicht immer gelähmt sein von unserer Geschichte und auch von Fehlern, die wir gemacht haben und sonst irgendwas. Ich meine, wir als Deutsche, wir sind schon sehr selbstkritisch. Und das ist okay, aber es darf uns nicht lähmen. Also, das ist einfach einfach gucken, was Jesus gelehrt hat und was wir davon gut machen und gut gemacht haben. Ich glaube, es ist ein Verständnis von Nachfolge, was gut und biblisch ist und wovon viele profitieren können. Das ist ein Verständnis von tiefen Beziehungen und ehrlichen Beziehungen und ein Wandeln im Licht. Das ist so wichtig für Deutschland allgemein und auch in christlichen Gemeinden. Also, und ein richtiges Verständnis, meiner Überzeugung nach, über einen Bekehrungsprozess, wie man aus der Finsternis ins Licht kommt, welche Rolle Umkehr darin spielt, welche Rolle Nachfolge darin spielt, welche Rolle die Taufe darin spielt. Das sind alles wertvolle Dinge und lass uns dazu stehen und uns darüber freuen, dass Gott uns da was offenbart hat und das praktizieren, leben und anderen weitergeben. Und ja, auch, also, und natürlich, lass uns weiter jünger machen. Also es gibt, wir wollen uns auch nicht verunsichern, so okay, also wenn wir es doch nicht die Einzigen sind, was ist denn dann so überhaupt? Und dann müssen auch nicht alle anderen Gruppen analysieren und uns überlegen, so sind die das Reich Gottes, sind die nicht und sonst irgendwas. Sondern, also am Ende hat jeder von uns eine Gruppe von 10, 12 Leuten, mit denen er wirklich seine Nachfolge leben kann. Und mit den Leuten willst du das machen, mit ganzem Herzen. Und dann versucht einer Person nach dem anderen zu helfen, zum Glauben zu kommen, versucht eine Person nach der anderen zu helfen, stark im Glauben zu werden oder Lebenskrisen zu überwinden oder was immer da kommt, dass wir gemeinsam bei Gott ankommen. Und es gibt so viel zu tun in Deutschland. Mathis, vielen Dank. Ich bin mit meinen Fragen zumindest für heute am Ende. Gibt es denn von deiner Seite noch was, was du den Hörern sagen möchtest? Ich habe vielleicht noch einen Gedanken. Als wir 96, ja, 95 weggezogen sind aus Berlin, als wir 95 aus München weggezogen sind, um die Gemeinde in Düsseldorf zu gründen, da haben wir eine Sache gemacht, also wir, wenn man das war, aber die der Münchner Gemeinde auf die Füße gefallen ist und über die Münchner Gemeinde, glaube ich, einige Jahre gelitten hat. Wir haben einfach jeden genommen, der Bock drauf hatte, eine Gemeinde zu gründen. Das waren vor allem geistlich starke, reife Christen, Bibelkreisleiter. Und du hast mit einem Rutsch 30 Bibelkreisleiter, also oder Leute, die Qualitäten hatten, die du brauchst, um eine Gruppe zu leiten, der Münchner Gemeinde entzogen. Und Hut ab dafür, also wie die Münchner Gemeinde das gehandelt hat und über Jahre, also da gedient hat. Hut ab dafür, wie Micha und Dani das Ganze hier weiter begleitet haben über viele Jahre und Menschen, die nicht so gefestigt im Glauben sind, nicht so gefestigt, also im Leben sind, auch da eine Expertise für entwickelt haben, um Menschen zu helfen. Mit dieser Aussage sind wir dann wieder in München angekommen. Wir haben heute einen Einblick in die 90er Jahre bekommen. Der soll uns helfen, die Umwälzungen, die wir jetzt heute auch gehört haben, schon von Mathis, besser zu verstehen. Vor allem die Anfang der 2000er Jahre dann kamen. Es war eine schwierige Zeit, aber in der wir auch sehr viel gelernt haben. Aber darum soll es in den nächsten Episoden gehen, in der nächsten Episode ganz konkret um den Henry Creed Letter. Wenn du, ihr oder wenn Sie Gesprächsbedarf haben durch Themen, die vielleicht jetzt ausgelöst wurden in dem
heutigen Podcast oder einfach mit den ganzen Themen, dann kommen Sie auf uns zu. Ich verlinke ein paar Infos in den Shownotes, wie Mathis es schon angeboten hat. Wir würden sehr gerne mit euch in Kontakt treten. Zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich nochmal an Mathis übergeben, der eine Einladung an alle Zuhörer nochmal aussprechen möchte. Vielen Dank von mir. Bis zum nächsten Mal bei 7x70. Wir gehen nach Frankfurt, die Entscheidung ist gefallen. Bis jetzt gehen aus der Berliner Gemeinde 3 Jünger Jesu mit, nämlich Miriam, Mathis und unsere Tochter Younes. Okay. Und Vanessa überlegt noch, ob sie mitkommt. Sie wird 18 dieses Jahr. Unsere Reihe ist schon ausgezogen. Insofern, wir haben schon eine richtig tolle Truppe am Start, weil schon in der Gegend einige Geschwister wohnen. Eine Reihe von amerikanischen Geschwistern auch, die da stationiert sind von der US Army oder Air Force, die auch schon mal eine gute Basis bilden, um da zu starten. Aber gerne deutsche Geschwister oder deutschsprachige Geschwister aus München und Berlin und Düsseldorf und wo immer sie sich auf der Welt finden, sind herzlich eingeladen, mit nach Frankfurt zu kommen und das Reich Gottes dort weiterzubauen.